Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Gottesdienst, der zu Ihnen kommt. Ein Wort, fünf Buchstaben, Gnade. Und da steckt eine Menge drin. Denn Gnade bedeutet, ja, was bedeutet Gnade eigentlich? Darüber denken wir gemeinsam nach und vielleicht erleben wir sie ja gemeinsam. Denn es könnte ja sein, dass es viel besser ist, wenn man Gnade nicht erklärt, sondern erlebt. Und ich hoffe sehr, dass dieser Gottesdienst heute einen kleinen Teil dazu beiträgt. Denn Gnade hat eine Menge mit Gott und seiner Beziehung zu uns zu tun. Das hat auch Klaus Joost erlebt. Der ehemalige Topmanager ist heute bei uns zu Gast und berichtet über Momente voller Gnade in seinem Leben. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Leben ist Geschenk und Gabe, denn was ich bin und was ich habe, es strömt aus deiner Hand. Ich will es sehen und auch schmecken und immer wieder neu entdecken. Du bist mir zugewandt. Ewiger Gott, Quelle des Lebens, auf meinem Weg suche ich dich, liebender Gott, Anfang und Ende, in meinem Suchen findest du mich. Das Leben stellt mir viele Fragen und manche lässt mich verzagen, wo führt das alles hin? Ich suche nach so vielen Dingen, die Glück, Erfolg und Ehre bringen. Doch worin liegt der Sinn? Ewiger Gott, Quelle des Lebens, auf meinem Wegen suche liebender Gott, Anfang und Ende, in meinem Suchen findest du mich. Das Leben kann so leicht zerbrechen, doch du brichst niemals dein Versprechen. Du bist und bleibst bei mir. Ich hoffe auf die neue Erde, wo Leid und Schmerz besiegt sein werden und Gott wohnt Tür an Tür. Ewiger Gott, Quelle des Lebens, auf meinen Wegen suche ich dich. Liebender Gott, Anfang und Ende, in meinem Suchen findest du mich. Ewiger Gott, Quelle des Lebens, auf meinen Wegen suche ich dich. Liebender Gott, Anfang und Ende, in meinem Suchen findest du mich. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solang ich lebe und meinem Gott Lob singen, solang ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne.
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behüte die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion, für und für. Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich danke dir. Ich danke dir, Gott, dass du hier gerade bist und zuhörst. An allen Fernsehgeräten und hier in der Kapelle, du bist da, in deiner Güte und Gnade. Und wir dürfen immer mit dir rechnen. Es ist so gut zu wissen, dass du der Gleiche bist, gestern, heute und Ewigkeit. Dass du ein gnädiger Gott bist, an den wir uns wenden können. Und so sind wir vor dir, an diesem Morgen, heute, jetzt und hier, und bitten dich, Herr, lass uns deine Gnade mehr erfahren, begreifen, verinnerlichen. Du gütiger, wundervoller, liebender, gnädiger Gott. Amen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Klaus Jost ist jemand, der immer versucht, das Positive im Menschen zu sehen und immer eher nach Lösungen als nach Problemen schaut. Das hat nicht ich gesagt, sondern Herbert Hainer, der ehemalige Adidas-Vorstand und jetzige Präsident des FC Bayern München. Gesagt hat er das über unseren heutigen Gast, Klaus Jost. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Sie haben mit Herrn Hainer vor allem Kontakt gehabt, als Sie Vorstand von Intersport Deutschland und Präsident von Intersport International waren. War das schwer, immer das Positive zu sehen und nicht so sehr auf die Lösungen zu schauen, also die Probleme zu sehen? Es ist zunächst so, jeder hat seine Rolle zu spielen und in dem Fall war es ein Lieferant, weltweiter Marktführer in vielen Bereichen und ein Kunde, ein Händler und beide wollen natürlich auch in diesem Fall gewinnen. Also der Lieferant möchte möglichst viele Produkte zu tollen Preisen verkaufen, der Einkäufer, der Händler möchte möglichst die besten Produkte zum besten Preis bekommen, gegebenenfalls sogar exklusiv. Und diese zwei Wünsche und Ausgangslagen miteinander zu vereinen, ist die Herausforderung. Und wenn man beide Seiten versteht, und für mich war dann immer das Thema Win-Win, ich konnte ja nie jemand überzeugen, wenn nur eine Seite, nur ich gewinne. Also musste ich auch mich in die Lage des anderen versetzen, was er für Bedürfnisse hat, seien es wirtschaftliche oder auch manchmal politische, gesellschaftliche, und dann findet man eine Lösung,
Aber bis dahin ist es oft eine harte Verhandlung, harter Kampf. Auch viel Gespräch, oder? Viel zuhören, viel hinhören. Information, Faktencheck ist ganz wichtig. Das ist ja ein breites Feld, dass man wirklich den Markt kennt, dass man die Umstände kennt. Je mehr man den Hintergrund versteht, desto zielorientierter kann man auch verhandeln. Und das ist eine permanente Sache. Das ist ja nicht einmalig, dass man einen Termin hat, sondern das geht mehr oder weniger 7/24, 365 Tage im Jahr. Mich hat es sehr erstaunt, als ich Ihr Buch gelesen habe, wirklich bei Ihnen das, was Sie gerade gesagt haben, dieses Win-Win, dass Ihnen das so wichtig war. Ich hätte nicht gedacht, dass das in der Wirtschaft so sehr gelebt wird. Ich hätte eher gedacht, so, ich versuche immer das Beste, das größte Stück vom Kuchen selber zu kriegen. Aber das scheint mir eine gute Form des Miteinanderarbeitens zu sein. Würden Sie sagen, dass das Gros so arbeitet? Eben nicht. Also schon gar nicht global. Also wir erleben ja auch aktuell die Situation, wie ist es mit dem asiatischen Raum, mit China, wie ist es mit Amerika, wie ist es mit Russland, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das heißt, es gibt eben nicht das Bedürfnis immer nach Win-Win. Nur aus meiner Erfahrung ist das das Einzige, was tragfähig, langfristig erfolgreich ist. Weil einen einmaligen, kurzfristigen Erfolg, der zieht meistens einen Misserfolg kurz danach nach. Ja, das glaube ich Ihnen. Sie haben mit den größten Managern der Welt verhandelt. Um Millionenbeträge ging es. Muss man da nicht dann aufpassen, dass man auch mal übers Ohr gehauen wird? Ja, weil jeder will ja immer nur von mir das Beste, nämlich das Geld. Und deswegen ist es klar, aber wenn man das versteht, dann kennt man auch die Fallstricke. Und ich versuche natürlich da wirklich mich gut vorzubereiten. Also das ist immer das A und O, wenn man in ein Gespräch, in eine Verhandlung reingeht, dass man im Vorfeld alle möglichen Themen, Fakten so weit ausgearbeitet hat, dass man nicht auf dem linken Fuß erwischt wird und überrascht wird. Gute Vorbereitung und sehr wachsam sein, gehört das dann auch dazu? Also das klingt, aber es ist natürlich wahrscheinlich in dem Bereich klar, dass man dann nicht einfach weiß, man kann hier zusammen sein und man kann einander vertrauen, sondern die anderen Aspekte sind deutlich wichtiger. Also meine Erfahrung ist schon, dass viele Manager, Unternehmer es schätzen, wenn sie ein Gegenüber haben, dem sie selbst vertrauen können. Wenn Sie wissen, der spielt kein doppeltes Spiel. Und je mehr das der Fall ist, desto eher sind Sie selber auch bereit, mitzuspielen auf der gleichen Ebene. Und wenn ich kein Vertrauen vermittle, werde ich auch keins entgegengebracht bekommen. Auch da sind wir wieder beim Win-Win. Das heißt, ich muss schon versuchen, als Unternehmer, überhaupt als Mensch, den anderen erstmal so anzunehmen, wie er ist, zu respektieren, auch mal, wenn ich anderer Meinung bin, seine Meinung stehen zu lassen und trotzdem einen Konsens zu finden. Sie haben ja schon sehr früh Verantwortung übernommen. Mit 21 Jahren haben Sie schon ein Sportgeschäft geführt. Was war das in Ihnen, dass Sie schon so früh Verantwortung übernommen haben? Ja, es gab ganz lustig einen Hintergrund. Ich habe beim Kaufhof angefangen und habe damals gemerkt, 1977, dass die meisten Verkäufer, die dort arbeiten wollten, nicht eine Familie ernähren konnten. Und dann habe ich mir gesagt, weil das mein größter Wunsch war, einmal zu heiraten, einmal eine Familie zu gründen, zu ernähren, du musst etwas mehr Geld verdienen. Und das kannst du nur in Führungsposition. Also habe ich mich immer auch angestrengt, eine Führungsposition zu bekommen. Was mir dann geglückt ist, dass mich ein damaliger Geschäftsführer eben nach Krefeld akquiriert hatte und mir das Vertrauen geschenkt hatte, weil er mich kannte, dass ich wohl geeignet bin für diese Aufgabe und wurde so ins kalte Wasser geschmissen, des Rheines. Und Sie mussten ganz schnell schwimmen lernen. Ja, aber ich sage immer, ich kann zwar nicht über Wasser gehen, aber ich kann ganz gut schwimmen. Und ein Satz hat mit Sicherheit Ihr Leben geprägt, der lautet nämlich, du bist bedingungslos angenommen. Den hat Ihre Mutter immer zu Ihnen gesagt. Welche Bedeutung hat dieser Satz für Sie? Ja, meine Mutter hat überhaupt bei mir im Leben die größte Rolle gespielt. A, weil sie mich geboren hat und dann natürlich auch erzogen hat. Ich bin ein klassisches Scheidungskind, habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater gehabt, aber meine Mutter hatte mich halt eben erziehen müssen, alleinerziehende Mutter.
Und sie war schon auch in jungen Jahren zu Jesus Christus zum Glauben gekommen und hat mir diesen Glauben vermittelt. Und dann aber auch persönlich immer, trotz meiner Straftaten, in Anführungsstrichen, ich war halt ein Lausbub, ich habe nicht immer nur alles richtig gemacht als Kind, hat sie mir auch nicht nur verziehen, sondern hat mir zu verstehen gegeben, du bist ein toller Junge, Jesus hat dich lieb, du bist gewollt. Und das gibt einem Kind einfach den Rückhalt, auch mal in Traurigkeiten das wegstecken zu können. Und eine gute Grundlage fürs Leben. Ja. Das ist ja wirklich auch ein Zuspruch von Gott. Wie erleben Sie diese Bedingungslosigkeit auch heute noch? Ja, Bedingungslosigkeit ist so ein Begriff. Also Gott hat natürlich auch mit uns was vor. Also er möchte ja uns auch führen und leiten und will auch, dass wir erkannte Fehler abstellen und nicht wieder in die gleiche Falle reintappen. Also es ist schon wichtig, im Laufe des Lebens zu reifen. Trotzdem erlebt man dann immer wieder Rückschläge, wo man versagt hat. Und genau da ist es dann wichtig zu wissen, dass man auch nach einem Versagen sich Gott wieder zuwenden darf, um Vergebung bitten. Und das ist kein einmaliges Thema im Jahr oder im Jahrzehnt, sondern das ist ein tägliches Bitten. Und ich bin froh und dankbar, dass Gott eben so lieb ist, trotz seiner Allmacht, dass er mir und auch allen Menschen, die es wollen, vergibt und zu einem glücklichen Leben führen will. Gerade in dieser Branche, in der es so um Ansehen geht, um viel Geld, Macht und Erfolg, und anpacken, machen, 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 wirkt da so ein Satz nicht manchmal auch kontraproduktiv? Na gut, wenn ich jetzt in der Branche geschäftlich unterwegs war, habe ich nicht zuerst die Bibel zitiert, sondern da ging es ums Geschäft und da ging es auch manchmal knallhart zu. Ich muss ja auch Nein sagen, es gehört dazu, auch in der Erziehung. Immer nur Ja sagen, bringt nicht weiter, man muss auch mal Grenzen setzen. Aber genau dann ist es wichtig, dass der Gegenüber auch das Nein versteht, weil es eine Begründung hat. Und an der Begründung kann man ja dann vielleicht was ändern, wenn man sagt, was gibt es für Möglichkeiten, diesen Grund wegzuräumen. So ist es im geschäftlichen, aber auch im privaten Leben. Ist es denn mal vorgekommen, dass Sie im Geschäftsleben auch mal die Bibel ausgepackt haben? Vielleicht nicht am Anfang, aber am Ende? Ich habe Unternehmen, wie man in der Fachsprache sagt, ausgelistet. Ich habe einfach gesagt, mit dir machen wir aktuell keine weiteren Geschäfte mehr. Und das ist natürlich ärgerlich, weil es auch intern natürlich zu Differenzen führt, wenn man eine gute Marke, die weltweit bekannt ist und auch erfolgreich ist, aus dem Sortiment nimmt. Aber dafür gab es dann wichtige Gründe. Und es hat dann aber auch dazu geführt, dass man sich nach einer gewissen Abstinenz wieder zusammengerauft hat. Ach ja. Vor einigen Jahren haben Sie Intersport von einem Moment auf den anderen verlassen müssen. Es gab Konflikte, man hat Ihnen von jetzt auf gleich die Mailadresse gekappt, Telefon weg, keine Termine mehr, nicht mehr gefragt. Was hat Ihnen in diesem Moment Halt gegeben? Ja, ganz klar das Bewusstsein, dass Gott mich lieb hat, dass ich wertvoll bin. Ich bin getragen und wertvoll bei Gott, nicht wegen Geld, Reichtum, Macht, Erfolg, Wissen, sondern weil ich Gottes Kind bin. Und gleichzeitig ganz praktisch meine Gemeinde, wo ich zu Hause wohne, in Niederhofen. Diese Gemeinde hat mir auch Rückhalt gegeben. Das sind natürlich Menschen, die mich kannten und die auch die Hintergründe kannten und wussten, dass es schon ein Spiel war, was mit mir dann negativ gespielt wurde. Und das hilft, glaube ich, jedem Mensch, wenn er einen Schicksalsschlag erlebt, dass er Mitstreiter hat, die auch mal auf die Schulter klopfen, einen in den Arm nehmen, bildlich gesprochen oder auch wirklich, und sagen, du bist gut und toll, dass du da bist. Und in diesem, dass Sie so stehen in Ihrer Beziehung zu Gott, sind Sie ja auch ein ehrgeiziger Mensch. Das kann man ja schon so sagen. Ja. Ein Mensch, der auch Leistung bringen will und ein gewisses Leistungsdenken mag. Nochmal zum Abschluss. Wie geht das zusammen, dieses Leistungsdenken mit dem Wissen um die bedingungslose Liebe? Also zum einen steht in der Bibel auch ganz klar drin, dass man Frucht bringen soll.
Und es gibt ja auch dieses Beispiel, wo man halt eben den Taler vergraben kann oder eben mit dem Taler was machen. Also für mich ist es selbstverständlich, dass die Gaben, die Fähigkeiten einfach die Bedingungen, die man geschenkt bekommen hat, auch nutzen soll. Aber nicht um jeden Preis. Und auch das ist nicht dann allein das Glücklichmachende, aber es gehört dazu. So ist es für mich dann immer so ein Spagat gewesen zwischen erfolgreich sein, Leistung bringen und zu wissen, auch wenn es mal nicht gelingt, bin ich trotzdem bei Gott wertvoll angenommen und es geht weiter. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, alles weiterhin beim Wuchern mit Ihren Talern, denn Sie sind ja nicht irgendwie, haben ja nicht vor, irgendwie jetzt mal Ruhe zu geben, oder? Also ich habe nicht den Eindruck, dass Sie die Füße stillhalten, sondern dass Sie weiterhin mit Ihren Talenten unterwegs sind und arbeiten und anpacken. Ich wünsche Ihnen da alles Gute und ich danke Ihnen, dass Sie heute hier bei uns waren. Vielen Dank, ich danke Ihnen auch. Ich lese Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Vor ein paar Jahren haben wir im Urlaub eine Familie kennengelernt, mit der uns die Liebe zum Wassersport verbunden hat. Wir sind zusammen Kanu gefahren und haben die Natur genossen. Und unsere Freunde, die hatten sich extra für den Urlaub ein neues Kanu angeschafft und das durften wir ab und zu ausleihen und testen. Ein wunderschönes Boot. Und die Familie musste früher abreisen als wir und hat sich von uns verabschiedet mit einer großen Überraschung. Sie haben uns nämlich ihr neu gekauftes Boot samt Kaufbeleg und Zusatzmaterial übergeben und haben dazu gesagt: Das alles wollen wir euch jetzt schenken, ihr sollt das Boot genießen. Und haben uns auch noch erklärt, dass sie im Urlaub ein Buch gelesen haben mit dem Titel Schenken macht reich oder so ähnlich
Und sie wollten das jetzt einfach üben, was sie in diesem Buch gelesen haben. Macht schenken wirklich reicht. Und wir standen da, ziemlich perplex. Wie reagiert man denn auf sowas? Kann man so ein Geschenk aus heiterem Himmel annehmen? Und dann habe ich angefangen, mich zu entschuldigen und dachte, ich habe das Boot bestimmt zu viel gelobt. Und jetzt dachte er, naja, wenn er so daran hängt, dann will ich es ihm schenken. Und ich habe höflich abgelehnt. Und so ein bisschen haben wir aber auch die Chance gewittert. Könnte das sein, dass die das wirklich ernst meinen? Und das haben sie uns wirklich versichert. Und zwar mit Freuden. Sie wollen uns dieses Boot schenken und tatsächlich sind wir seit diesem Tag dankbare Besitzer des schönen Kahns und haben schon oft diese besondere Geschichte erzählt. Wir wurden unverdient beschenkt, ohne dass irgendeine Gegenleistung von uns erwartet wurde. Für mich ist diese Geschichte eine Beschreibung für das Wort Gnade, das wir ja sonst hauptsächlich aus dem christlichen Sprachgebrauch kennen. Unerwartet, unverdient und manchmal auch total überfordernd werden wir mit der Liebe Gottes konfrontiert. Ähnlich wie bei unserem Erlebnis mit dem Boot gibt es auch bei der Gnade Entscheidungen zu treffen. Nehmen wir an, gibt es vielleicht eine Gegenleistung, die angemessen wäre? Erwartet Gott vielleicht was von mir, wenn er uns beschenkt? Das sind so schwierige Fragen, dass man schnell auf die Idee kommen kann, ah ja, ich sorge lieber für mich selbst, dann mache ich mich nicht angreifbar und gehe keine Verpflichtungen ein. Und das war auch mein erster Gedanke, als uns das Boot geschenkt wurde, ich habe auch gleich gesagt, du, ist alles okay, wir kaufen uns selbst ein Boot, danke für das Angebot. Aber bei der Gnade Gottes geht es um viel mehr als um ein nettes Geschenk oder um ein Experiment. Das Boot, das Gott uns schenken möchte, ist lebensrettend. Und ich bin mir sicher, wäre ich damals im Begriff gewesen zu ertrinken, als mir das Boot angeboten wurde, ich hätte garantiert nicht gezögert und hätte gesagt, ja, ich nehme dieses Boot. Gottes Gnade ist lebensnotwendig. Wir brauchen sie, und zwar mitten im Leben. Warum? Wenn Gott, der Schöpfer, alles perfekt gemacht hat, wenn er das Leben will, dann muss ihm alles, was das Leben zerstört, zuwider sein. Und in der Bibel lesen wir die Gebote Gottes als Anweisungen, wie Leben und Miteinander gelingt. Und alles Zerstörende hat da keinen Platz. Und trotzdem erleben wir doch andauernd Zerstörung. Wir leben in einer Welt voller Misstrauen, von Kriegen, von Katastrophen, von Leid und Elend. Und leider muss ich auch immer wieder feststellen, dass solche zerstörenden Kräfte nicht nur in der Welt, sondern auch in meinem persönlichen Umfeld sind. Und was dabei am allerschwierigsten zu akzeptieren ist, dass ich selbst dafür sorge, dass es andere schwer haben. Ein unbedachtes Wort von mir kann den Tag meiner Liebsten zunichte machen. Ich habe mit wenigen Handgriffen oder einer unbedachten Bewegung schon ganz viel kaputt gemacht. Und in manchen Fällen wird mir erst im Nachhinein mein Fehler bewusst, aber viel zu oft weiß ich auch schon im Voraus, dass nicht gut ist, was da in mir gleich zur Tat wird. Und ich freue mich, dass ich damit nicht allein bin. Schon Paulus hat von diesem Dilemma geschrieben, in Römer 7, Verse 18, 19. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und ich möchte doch anderen Menschen keinen Schaden zufügen. Ich will doch Gutes tun und Gutes hervorbringen. Aber es gelingt mir nicht immer. Und in solchen Situationen brauche ich
die unverdiente Zuwendung und Gunst von anderen. Meine Familie musste schon 1000 Male aushalten, dass ich manchmal bin, wie ich bin. Meine Kolleginnen und Kollegen müssen ausbaden, wo ich meinen Teil nicht geleistet habe. Da müssen andere den Dreck wegmachen, den ich produziert habe. Kein Mensch lebt für sich. Ohne Gnade mitten im Leben gäbe es überhaupt kein Miteinander. Ich stelle sogar die These auf, je gnädiger ein Mensch ist, desto mehr Beziehungen hat er zu anderen Menschen. Weil ich glaube, dass man mit gnädigen Menschen viel lieber zusammen ist. Und dabei meine ich nicht die Gnade, die die Augen vor allem verschließt, was nicht in Ordnung ist, sondern die trotz offensichtlicher Defizite am anderen daran festhält, was Gemeinsames zu machen. Menschen, die gnädig sind im Umgang mit anderen, die spiegeln die Wesensart Gottes wider. Jesus sagt in Matthäus 5, 44 folgende, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir einander lieben und wenn wir selbst diejenigen, die uns Böses wollen, gern haben. Wörtlich heißt es, denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ohne die Gnade Gottes gäbe es kein Leben. Er erhält die Welt trotz aller menschengemachten Katastrophen. Er erhält die Welt, obwohl auch ich ein Teil von ihr bin. Und er sorgt für mein Leben, obwohl ich für so manche Katastrophe verantwortlich bin. Bei meinen Unzulänglichkeiten summiert sich im Lauf des Lebens so manches auf. Und bei allem, was sich aufsummiert, schreibt Paulus zu Recht in Römer 6, 23, der Sünde Sold ist der Tod. Also das Ende der Sünde, die Summe aller Sünden hat den Tod verdient. Und mit Sünde meint er die lebensverachtenden Taten und Gedanken. Alles, was gegen Gott und seine Liebe wirkt. Aber Paulus fährt im gleichen Satz fort, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist das Evangelium. Obwohl wir die Konsequenzen unseres Handelns verdient haben, ist Gott gnädig. Aber Gnade allein reicht nicht. Gott kann nicht einfach wegwischen, was zwischen ihm und mir oder zwischen ihnen steht. Gott ist genauso gerecht, wie er gnädig ist. Er ist auch die Gerechtigkeit. Er sieht meine und ihre Unzulänglichkeiten und sorgte für Gerechtigkeit. Er nahm die Todesstrafe auf sich, damit wir frei sind von Schuld und so eine Gottesbeziehung haben können. Und das ist die eigentliche Gnade im göttlichen Sinn. Er ist gnädig, weil er mit uns Beziehung leben möchte. Seine große Liebe zu ihnen und zu mir, die drängt ihn dazu, gnädig zu sein. Sonst wäre es überhaupt nicht möglich, sonst gäbe es keine Beziehung. Jeden Tag sind wir darauf angewiesen, dass nicht nur unsere Mitmenschen uns aushalten, sondern dass auch Gott uns aushält. Und wenn ich bei meinen Mitmenschen nicht immer sicher sein kann, dass sie mir vergeben, dann darf ich wissen, Gott vergibt. Richtig begreifen kann ich das nicht. Genauso wenig ich bis heute begreifen kann, dass man uns damals einfach so ein Boot geschenkt hat, obwohl wir uns nur ein paar Tage kannten. Aber genauso wie ich seit dem Tag des geschenkten Bootes, nennen wir ihn mal so, Freude am Kanufahren habe, möchte ich die Gnade Gottes täglich genießen, und zwar mitten im Leben. Genauso wie ich vielen Menschen von dem Geschenk des Bootes erzählt habe, will ich Zeuge davon sein, dass Gott mich täglich mit seiner ganz großen Liebe beschenkt. Dass er mein Leben erhält, dass er mir eine Bestimmung gibt. Ja, er gibt mir eine Bestimmung. Der Schöpfer des Universums, mir Johannes Erismann. Was für eine Gnade. Wenn ich mitten im Leben die Gnade Gottes erwarte und entdecke, dann nehme ich Liebe ganz anders wahr. Die Liebe Gottes, aber auch die Liebe zu meinen Mitmenschen, die mit mir unterwegs sind,
Was für ein Geschenk ist Freundschaft trotz mancher Unzulänglichkeiten. Wer Gnade empfängt, kann freundlich und herzlich zu anderen sein. Ach, die Liste der Auswirkungen, die Gnade auf unser Leben hat, die ist lang. Ich brauche diese Gnade mitten im Leben und ich bin gespannt, wo ich sie heute entdecke. Amen. Ich komme zu dir, du bist schon da. Du hast für mich ein befreiendes Jahr, den Himmel näher, ein kleines Stück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich lebe bei dir, hier kann ich sein. Du sprichst auch jetzt in mein Leben hinein, dem Himmel näher, ein kleines Stück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich bleibe bei dir, du hältst mich fest, du bist mein Gott, der mich niemals verlässt, dem Himmel näher, ein kleines Stück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Wir beten. Gott, ich kann dich nicht begreifen. Ich kann deine Liebe nicht begreifen und ich kann deine Gnade nicht begreifen, aber eins kann ich begreifen. Ich bin abhängig sowohl von deiner Liebe als auch von deiner Gnade und ich bin abhängig von deiner Gerechtigkeit. Und aus deiner Gnade möchte ich heute leben. Ich möchte sie heute empfangen und möchte sie nicht als billiges Geschenk nehmen, sondern möchte so leben, wie du es von mir möchtest. Ich möchte mich nach dir ausrichten, nach deiner Liebe. Ich danke dir für die Gnade meiner Mitmenschen, meiner Kollegen. Ich danke dir, dass Gnade Leben ermöglicht, ganz profan. Und dass Gnade auch ewiges Leben ermöglicht mit dir. Und gemeinsam wollen wir beten, wie du es uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Gottesdienst Rückenwind gegeben hat. Rückenwind, um aus und von der Gnade Gottes zu leben. Und weiter darüber nachzudenken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war schon die Stunde des Höchsten für heute. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Gottesdienst gut getan hat.
Und wir wissen, dass Sie dafür sorgen, dass viele Menschen durch die Stunde des Höchsten wieder Hoffnung und Zuversicht für ihr Leben bekommen. Dank Ihnen und Ihrer Spende, denn erst Ihre Spende macht es möglich, dass dieser Gottesdienst stattfinden kann. Und darauf sind wir wirklich angewiesen. Deshalb danke für Ihre Unterstützung.